Die Art und Weise, wie wir uns als Menschen ernähren, hat umfangreiche Auswirkungen auf das Klima, auf die Tier- und Pflanzenwelt, auf die Wassersysteme sowie auf die Arbeits- und Lebensbedingungen in menschlichen Gesellschaften. Um uns dieser hochkomplexen Thematik anzunähern, sprechen wir mit erfahrenen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich schon lange mit politischem Veganismus beschäftigen. In Münster in Nordrhein-Westfalen treffen wir uns mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Genossenschaft Roots of Compassion. Ja, abends im Fernsehen, da haben Jenny und ich zusammen mal so eine Dokumentation über das Schlachten von Tieren gesehen, also Schweinen und Kühen damals. Und das war eine Realität, die dazu hatte ich vorher nie Bezug. Ne? Also das Fleisch lag auf meinem Teller und ich habe mich nicht so sonderlich damit beschäftigt, wo es herkommt. Und ja, das dann zu sehen und mitzubekommen, das war für mich ein richtig großer Schritt. Also dann erstmal Vegetarierin zu werden und später dann vegan. Ja, für mich war es, glaube ich, ein ganz besonders langer Weg, weil ich aus einer Familie komme, wo es jeden Tag dreimal Fleisch gab und Fleisch zu jeder Mahlzeit gehört hat. Und ich mir erstmal auch durch Bilder oder durch sich informieren und lesen darüber klar werden musste, was dafür notwendig ist, dass dieses Fleisch, was jeden Tag ja so selbstverständlich bei uns gab, überhaupt auf den Teller kommt. Und als mir das sozusagen dann auch klar geworden ist, war das Ziel, vegan zu sein, ganz klar vor Augen. Zuerst dann ein vegetarisches Jahr, was ich einschieben musste. Und schließlich dann auch vegan, weil es ja, die Konsequenzen aus den eigenen Handlungen einfach klar war. Also erstmal wurde ja bei uns zu Hause gekocht. Wir sind ja mit 16 bzw. ich mit 17 vegan geworden. Und dann war es tatsächlich ein Essen von Beilagen. Ne? Mhm. Und dann fand meine Mutter unsere Gedanken aber auch interessant und richtig und hat hat immer weiter umgestellt und auch mal andere Sachen ausprobiert. Und irgendwann haben wir dann auch angefangen, selbst zu kochen. Und unsere Oma hat auch sogar gerne Rezepte mit uns veganisiert und Sachen probiert und immer gelobt, wie lecker es schmeckt. Und immer. Bei dir? Ich konnte gar nicht kochen, als ich vegan geworden bin. Ich habe vorher nur Fertigessen gegessen, was es so dann am Ende vegan nicht gab. Und hatte dann das Glück, dass mir eine Freundin, 2009 glaube ich war das, dieses grüne Kochbuch geschenkt hat. Mit so ganz einfachen Rezepten. Mit den Zutaten, die man eigentlich überall bekommt. Und damit habe ich es dann so ein bisschen auch gelernt. Das ist das Vegan Lecker Lecker. Das ist ein Kochbuch, das erste bebilderte vegane Kochbuch in Deutschland, das wir 2008 erstellt haben. Gerade weil wir dachten, okay, die Umstellung auf vegan wird maßgeblich erleichtert durch einfache Rezepte, an denen man sich orientieren kann. Wir haben darauf geachtet, dass es Zutaten sind, die bekannt sind, die im Supermarkt leicht zu erwerben sind. Genau, hier sind einige veganisierte Gerichte drin, ein Käsekuchen meiner Oma zum Beispiel. Ja. Also damals war Veganismus ja noch nicht in aller Munde und es war nicht so bekannt und alle dachten, ich drehe so ein bisschen am Rad und fand mich extrem, haben gesagt, also ich genieße Essen, das war jetzt meine Französischlehrerin im Wortlaut. Und meinte, wann ist diese Phase denn endlich vorbei? Und ich dachte, naja, es ist keine Phase, es ist eine Haltung zum Leben und wie ich mit anderen Lebewesen umgehen möchte. Für uns als Team für diesen Dokumentarfilm ist es beeindruckend zu beobachten, wie viel das Kollektiv von Roots of Compassion in Bewegung gesetzt hat.
Ja, Roots of Compassion wurde 2001 gegründet. 2003 kam dann unser Online-Shop dazu. Seit 2008 haben wir noch einen Verlag gegründet, Compassion Media. 2009 haben wir uns die Rechtsform der Genossenschaft gegeben. Und seit etwa 2,5 Jahren sind wir jetzt hier in diesen Räumlichkeiten. Und grundsätzlich sind wir ein selbstverwaltetes Kollektiv und stellen Dinge her mit politischen Messages und vertreiben diese. Aber nicht nur das, sondern wir verkaufen auch andere Produkte, die wir für gut halten. Am liebsten natürlich von anderen Kollektiven. Unser Schwerpunkt liegt vor allem auf Veganismus und Tierrechten, aber wir versuchen auf jeden Fall auch noch andere Themen mit hineinzubeziehen, wie Antirassismus, Antisexismus und andere Antidiskriminierungsformen. Also wir kommen aus der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung. Wir erkennen Tiere als fühlende Lebewesen an. Wir wollen nicht, dass sie für menschliche Zwecke missbraucht und getötet werden. Genau, das ist halt die ethische Perspektive des Ganzen, aber es schwingen noch ganz viele andere Faktoren mit. Wie zum Beispiel eine politische, wenn es um entwicklungspolitische Fragen geht. Das Soja, was an die Tiere verfüttert wird, stammt zum großen Teil aus tropischen Ländern, wo täglich sehr viel Regenwald dafür abgeholzt wird. Ich glaube, 90% der Sojaernte wird an Tiere verfüttert. Das hat nicht nur Implikationen für den Regenwald, für die Menschen, die dort leben, sondern auch weltweit die Nahrungspreise, also die Preise für die Nahrungsmittel steigen dadurch und gleichzeitig hungern aber ganz viele Menschen, genau aus diesem Grund. Darüber hinaus ist auch ein wichtiger Punkt natürlich der Klimawandel. Also die Tiernutzungsindustrie ist etwa für 18% des gesamten CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Und diesen zu reduzieren und den Klimawandel zu stoppen und mehr für die Umwelt zu tun, ist uns natürlich ein sehr wichtiges Anliegen, warum wir eben auf Tierrechte und auf Veganismus eben setzen. Hier haben wir die Tiernahrung für Hunde und für Katzen. Drogerieartikel wie zum Beispiel Zahnbürsten von Viomi, einer selbstverwalteten Fabrik aus Thessaloniki. Lebensmittel, Fleischalternativen, Kochutensilien. Schuhe. Zum Beispiel viel von Vegetarian Shoes aus England. Accessoires wie Gürtel und Tassen, Trinkflaschen, Literatur, Bücher, DVDs, Pamphlete. Kleinere Accessoires, Aufnäher, Actionsticker, Vinylsticker und Fahnen. Der Textilienbereich, hier gibt es die Pullover, T-Shirts, Tanktops, Surferhemden. Ja. The Roots of Compassion wurde ja vor mehr als 15 Jahren gegründet. Damals war Veganismus und waren Tierrechte ein absolutes Nischenthema. Und wir hatten halt die Idee, über den Verkauf von Buttons, von T-Shirts mit einer Message zu ändern, es mehr ins Bewusstsein zu rücken, das Thema Tierrechte. Ein anderer Aspekt war noch, dass wir halt das Geld, das reinkam, zum größten Teil in die Bewegung wieder fließen lassen wollten. Darüber hinaus konnten wir uns einfach nie vorstellen, in einem Arbeiterinnen-Chef-Verhältnis uns zu befinden. Wir wollten keine anderen beherrschen und auch nicht beherrscht werden. Deshalb war von uns von Anfang an klar, dass wir ein Kollektiv sein wollen. Wir wollten gemeinsam dafür eintreten, für das, was wir sinnvoll finden. Wir wollten Freude an unserem Tun haben zusammen. Wir reisen nach Berlin, um uns mit Aktivistinnen und Aktivisten des Veganladens Dr. Pogo zu treffen. Wie auch beim Münsteraner Betrieb Roots of Compassion ist dem Veganladen in Berlin wichtig,
als basisdemokratisches Kollektiv zu arbeiten. Ja, das Projekt ist das Dr. Pogo Veganladen-Kollektiv. Das existiert seit 4 Jahren. Ich persönlich bin nicht von Anfang an dabei, ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei. Wir sind zurzeit 11 Leute. Naja, ich kann auch ein bisschen sagen zu der Motivation, zu der Gründung des Projektes, aber wahrscheinlich auch ein bisschen zu meiner eigenen Motivation. Naja, also alle 11 Leute, die im Kollektiv sind, sind dazu gekommen, zusammengekommen, weil alle vegan sind. Und uns allen hat ein veganer Laden in Berlin gefehlt. Das ist ja jetzt tatsächlich das die allererste Motivation. Ja, das Offensichtliche ist, dass es keinen Chef gibt. Wir sind alle 11 Leute komplett gleichberechtigt. Alle Entscheidungen werden zusammen getroffen. Und das bedeutet in der Praxis, jede Woche sich zusammensetzen im Plenum. 2 Stunden jeden Mittwoch. Und alle wichtigen Entscheidungen, aber auch Entscheidungen im Alltag, werden diskutiert. Jede Stimme ist wichtig. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen im Konsens. Das ist wahrscheinlich so, dass so wie man Kollektiv im Groben beschreibt. Wir sind jetzt hier seit ein bisschen mehr als 4 Jahren. Wirklich als Laden, der vor allem Lebensmittel, aber auch anderes Zeug, so haben wir es mal genannt, vertreibt. Das Gründungskollektiv gab es schon 1,5 Jahre vorher, so lange hat die Vorbereitungszeit gebraucht. Und im Grunde versuchen wir, das, was wir da machen, gut zu machen, Lebensmittel und anderes zu verkaufen, eben gut. Also möglichst korrekte Waren und auch aus korrekter Herstellung und Handel. So. Also da gucken wir auf die ganze Wertschöpfungskette, soweit möglich, mit allen Kompromissen, die sich nun mal nicht vermeiden lassen, ist ja klar. Ein grundlegender Fokus von uns ist ja, dass wir nur vegane Sachen verkaufen. Das ist ganz klar der Grund daher, dass wir es als falsch erachten, Tiere als Ware zu begreifen. Also für uns sind einfach Tiere nicht Sachen, die verkauft werden können und die irgendwo eingepfercht werden können, um da Profit draus zu schlagen. Also das ist komplett absurd. In dem spreche ich, glaube ich, für alle von uns. Grundsätzlich über 80% der Arbeit ist hier ganz simple Ladenschichten. Ne? Du musst die Sachen bestellen, du musst die Sachen auffüllen, wenn sie dann gekommen sind, und natürlich immer verkaufen. Wir machen ganz viel Beratungsgespräch auch, also viele KundInnen kommen und haben erstmal Fragen, naja, wie ersetze ich eigentlich Eier? Sowas. Hast du dann halt deine persönlichen Tipps und oder mit Käse ist genauso ein Ding, ne? Verkaufen wir ja Alternativen. Das benutzt gar nicht jeder von uns. Das ist eine ganz, also man kann ja sehr gut ohne Käse leben. Aber trotzdem haben natürlich Leute Fragen und auch ich als gar nicht Nutzer muss so ein bisschen Basiswissen darüber haben, naja, wofür benutze ich jetzt welche Sorte, die wir da verkaufen. So, also das sind auch wichtige Tätigkeiten. Dann gibt es natürlich Buchhaltung, haben wir bis auf die Lohnbuchhaltung komplett hier drin. Es gibt auch noch Rechnungsstellung, so ganz Selbstverwaltungstätigkeiten, die haben wir uns grundsätzlich aufgeteilt. Also einiges lastet dann auf nur 1-2 Schultern, wobei es da eine Rotation geben soll. Also der Anspruch ist der, dass alle irgendwann jeden Bereich vom Laden kennengelernt haben und auch wissen, was da vor sich geht. Ja, hier sind ganz viele Getränke. Hier ist unsere Flyer-Ecke für interessante Veranstaltungen, die demnächst kommen. Also hier, 8. März, Frauenkampftag. Was haben wir hier? Der Kaffee für den täglichen Aufstand. Hier gibt es so eine Solimatte, ein ganz tolles Berliner Projekt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Solimatte. Hier. Also hier mit jeder verkauften Flasche werden geflüchtete Menschen unterstützt oder Projekte für geflüchtete Menschen in Berlin. Das wird sehr gut aufgenommen in der Tat. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Leute, die zu uns kommen.
viele Leute von der Nachbarschaft, einfach sage ich mal Leute, die sich jetzt auch nicht unbedingt davor für Veganismus interessiert haben, sondern die haben entdeckt, es gibt einen neuen Bio-Gemüseladen in der Nähe, haben angefangen hierher zu kommen und mit der Zeit haben sie angefangen, sich mehr und mehr für vegane Ernährung zu interessieren und auch was dahinter steckt. Also wie ich schon davor gesagt habe, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern als Teil von dem Ganzen, dass man Tiere halt nicht als Ware ansieht. Ja, Veganismus hat ja ganz oft mehrere Beweggründe. Da kannst du den tierrechtlichen, der liegt irgendwie auf der Hand. Und dann gibt es aber zwei wichtige andere Faktoren. Einmal Klimaschutz, Umweltschutz ist so ganz klar, ne? Also wir haben echt krasse globale Probleme, was jetzt umweltmäßig abgeht. Zum Beispiel Flächenverbrauch. Deutschland ist irgendwie, ich sag mal, über den Daumen gepeilt, die Hälfte der Nutzfläche ist für Tiernahrung, ne? Also Weizen, der angebaut wird, wird ganz viel verfüttert. Das ist gar kein Brotgetreide, sondern das geht einfach in irgendeine Mast. Und das könnten wir uns sparen. Also wir könnten einfach diese ganze Fläche, also wir müssen es gar nicht sagen, das wird alles Wildnis, sondern naja, vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Produkte, die irgendwie aus Rumänien und aus Argentinien und überall her eingeschifft werden, sondern wir könnten ganz viel einfach mal in Deutschland anbauen und hätten wahrscheinlich, wenn wir jetzt von der Utopie ausgehen, dass wirklich alle sich vegan ernähren, hätten wir einfach mal Fläche frei, könnten da mehr Wälder entstehen lassen. Ja, also da sind die Möglichkeiten ganz groß. In Bremen sprechen wir mit Janis von der engagierten Umweltorganisation Robin Wood. Hier erfahren wir viel über die Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft. In Deutschland gibt es das Waldsterben hat in den 1980er Jahren begonnen. Und auch wenn das heute kein großes Thema mehr in der Öffentlichkeit ist, ist es immer noch so, dass ein Großteil des Waldes krank ist. Über 60% der Bäume haben Krankheiten und man sieht offensichtlich, dass es ihnen nicht gut geht. Das liegt auch daran und liegt immer stärker auch daran, dass so viele Tiere in Deutschland gehalten werden und so viel Gülle in den Boden und in die Luft kommt. Weil diese Gülle eben zu viel Stickstoff hat und die großen Einträge an Stickstoff auf Dauer den Pflanzen, dem Boden, dem Wasser und auch für den Klimawandel schädlich sind. In Deutschland haben wir inzwischen 80.000 Schwimmbäder an Düngemitteln, die gefüllt werden könnten jedes Jahr. Das ist eine unglaubliche Menge und die werden jedes Jahr in den Boden verkloppt. Diese Zahlen steigen eben immer weiter, weil die deutsche Tierproduktion versucht, immer größer zu werden und immer größer. Und das ist das Problem, das wirklich an die Wurzel geht. Wir können nicht die Wälder schützen und dafür sorgen, dass ihnen besser geht. Wir können nicht an den Klimawandel ran. Wir können nicht an soziale Ungerechtigkeiten ran, wenn wir nicht das Problem der Tierproduktion angehen. Im globalen Süden, und zwar hauptsächlich in Südamerika, wird inzwischen eine Fläche von Soja angebaut, die größer ist als das Bundesland Hessen. Und dazu kann man noch ein paar weitere Bundesländer wie Saarland und die Stadtstaaten von Deutschland zählen. Und das alles zusammen wird alleine für Soja angebaut, der nach Deutschland kommt. Also es sind unvorstellbare Mengen, die da an genmanipuliertem Soja in riesigen Wüsten sozusagen angebaut werden. Und zwar nur von ganz, ganz wenigen Konzernen. Wir wissen, dass es ganz oft zu Landvertreibungen kam. Wir wissen, dass es den ArbeiterInnen und Arbeitern schlecht geht auf den Feldern. Es gibt verschiedenste Initiativen, zum Beispiel aus Argentinien, die sich die Mütter von, also aus dem jeweiligen Dorf eben nennen. Und die ganz klar sagen, wir haben Missbildungen bei den Kindern, die wir gebären. Sie sterben teilweise nach wenigen Tagen. Die Krebsraten sind unglaublich angestiegen. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter stehen auf den Feldern, während direkt Flugzeuge drüber fliegen und eben die Pestizide für das genmanipulierte Soja ausbringen. Also es ist eine unglaubliche Katastrophe für die Menschen in diesen Ländern. Gleichzeitig ist es so, dass das Soja in Monokulturen angebaut wird und unglaublich viel Wasser aus den Böden zieht. Das heißt, auch andere Dinge können nach wenigen Jahren schon kaum noch angepflanzt werden. Und die Versteppung und die Trockenheit, was sowieso große Probleme sind,
nehmen eher noch zu. Es ist wichtig zu reflektieren, wie sinnvoll es ist, sich verstärkt vegan zu ernähren, wenn wir uns die Auswirkungen der Mainstream-Ernährung vor Augen führen. Weltweit werden durch die Tierhaltung 18% der Treibhausgase erzeugt. Dies sind mehr Treibhausgasemissionen als die von PKWs, Zügen und Flugzeugen des gesamten Planeten zusammen. Diese liegen bei 13%. Die folgende Grafik zeigt, wie sich unser Essverhalten auf das Klima auswirkt. So verursacht eine Portion Rindersteak 310 Gramm CO2. Eine Portion Käse verursacht 74 Gramm CO2. Eine Portion Hähnchen verursacht 52 Gramm, Fisch liegt bei 40 Gramm CO2. Gemüse hingegen verursacht lediglich 14 Gramm CO2 und Linsen liegen bezüglich der Klimafreundlichkeit mit 2 Gramm CO2 ganz vorne. Wir haben, was Tierernährung angeht, noch ein viel größeres Problem, nämlich vor allem in Südamerika der Sojaanbau. Dann kriege ich ja oft vorgehalten, ja, ihr esst doch so viel Soja, ihr Veganer, ihr esst Tofu und so, das ist alles, da brennen die Wälder ab für. Nicht ganz so. In dieser Darstellung wird deutlich, wie sich der weltweite Sojakonsum aufteilt. 77% des Sojas werden als Tiernahrung verbraucht. 22% werden zu Speiseöl, Margarine, Sojamilch, Tofu und anderen Sojaprodukten verarbeitet. 1% wird industriell genutzt, das heißt als Treibstoff für Fahrzeuge oder Kraftwerke oder für kosmetische Produkte. Eine vegane Ernährungsweise bietet viele Vorteile. Sie fördert die eigene körperliche Gesundheit unter uns Menschen. Sie schützt die Umwelt, da der Umweg über aufwendige Futtermittelproduktion zur Tierhaltung wegfällt und direkt pflanzliche Lebensmittel hergestellt werden. Da eine vegane Ernährungsweise wesentlich weniger Fläche verbraucht, trägt sie zu mehr sozialer Gerechtigkeit unter uns Menschen bei, denn für die Futtermittelherstellung, vor allem durch Sojamonokulturen in Lateinamerika, werden immer wieder ganze Gemeinden vertrieben und intakter Regenwald gerodet. Zudem fördert eine vegane Ernährung ein respektvolles Zusammenleben mit Tieren, da viele Tiere nicht eingepfercht und misshandelt leben müssen, um möglichst schnell zu wachsen und schnell geschlachtet zu werden. Die Wissenschaften sind sich einig, dass wesentlich mehr Menschen gut und gesund ernährt werden könnten, wenn mehr pflanzliche Nahrung produziert und konsumiert werden würde. Am Ende unserer Recherchen wird deutlich, dass es für uns Menschen, für unsere eigene Gesundheit und unsere Mitwelt und Mitgeschöpfe eindeutig vorteilhaft ist, sich verstärkt vegan zu ernähren.